Sparte 2. Mit ohne Essen ein Vermögen aufbauen. Hi Leute, willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Sparen. Heute zum Spartipp Nummer 2. Nachdem der Spartipp Nummer 1 schon richtig gut gelaufen ist, besonders bei so einem kleinen Kanal wie meinen, bislang über 350 Klicks. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, ich weiß, ihr seid heiß drauf, ich bin heiß drauf und lasst uns heute viel Spaß haben. By the way, lasst mir bitte doch noch ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, dann noch ein Like. Aber jetzt legen wir auch gleich schon mal los. Jetzt geht's los mit dem Spartipp Nummer 2 mit ohne Essen ein Vermögen aufbauen. Viel Spaß dabei. Dann befinden wir uns auch schon in der Bildschirmpräsentation. Die ist ähnlich aufgebaut wie Spartipp Nummer 1. Übrigens empfehle ich euch auch nochmal anzusehen vorher, weil das eine baut auf dem anderen relativ gut auf. Aber es bleibt natürlich auch euch überlassen. Ansonsten, es wird mir aufgeklärt in alte Gewohnheiten, in mögliche neue Gewohnheiten, dann eben natürlich im Investieren von dem Geld, was ihr euch eingespart habt, sowie nochmal ultimative Tipps. Natürlich beim Essen kann man um einiges mehr machen und bleibt bis zum Ende dran. Es wird sehr, sehr interessant werden. Jetzt legen wir aber jetzt erstmal hier los. Dann sind wir hier jetzt zuerst bei den alten Gewohnheiten. Die Beispielrechnung ist natürlich wieder für den Monat, wie auch schon bei Spartipp Nummer 1. Im Supermarkt einkaufen gehen. Kennt jeder, macht jeder. Die meisten haben gar keinen Bock drauf, aber irgendwie muss ja das Essen nach Hause kommen. Einige bestellen es auch, kostet aber natürlich gleich nochmals mehr. Dann haben wir einmal hier im Supermarkt wiederum eine Beispielrechnung für die alten Gewohnheiten. Einmal viele Leute gehen in den Supermarkt und kaufen natürlich nur Marken ein. Sie stehen auf Marken, sie wollen einfach Marken kaufen, weil die Produkte sind besser. Ist dem wirklich so? Also wie gesagt, wenn ihr euch die Dinge genauer anschaut, wo die Sachen produziert werden, kommen die oft aus dem ein und dem gleichen Werk. Ich bitte euch wirklich, schaut euch mal die Sache an, forscht ihr mal nach. Also ich bin überhaupt kein Markenfan. Ich war früher mal einer, ja, habe mich dann umgestellt und kaufe in dem Sinne eigentlich jetzt nur noch No-Name-Produkte. Dann, viele Menschen kaufen Bio ein. Das ist so eine Glaubensfrage. Ich persönlich halte von Bio überhaupt nichts. Es bleibt euch überlassen, wenn ihr total darauf abfahrt und daran glaubt. Kaufe um Gottes Willen weiter Bio. Ich habe noch nie Bio gekauft. Ich bin noch nie auf diesen Zug aufgesprungen, überhaupt Bio zu kaufen, weil hier regional angebaute konventionelle Nahrungsmittel sind wunderbar und ich schaue jetzt auch nicht unbedingt aus, als wenn ich jeden Moment gleich tot umfallen würde. Dann, viele Menschen haben das Problem, sie gehen ohne Einkaufsliste und auch mehrmals die Woche einkaufen. Was passiert? Viele gehen dann auch noch nach der Arbeit, man ist eh schon schlecht gelaunt, man ist hungrig und man kauft um einiges mehr, als man eigentlich wirklich braucht. Es ist wissenschaftlich sogar erwiesen, dass man mehr kauft und auch ohne Einkaufsliste, dass man auch unnötige Sachen kauft. Man sieht, oh, das könnte ich mal wieder, das könnte ich mal wieder. Was ist das End von dem? Man kauft Sachen ein, die man gar nicht verwertet, gar nicht dementsprechend verkochen möchte und dann im Endeffekt laufen sie ab und bei vielen Deutschen leider landen diese Artikel auch im Müll. Ich glaube, der Pro-Kopf Müllverbrauch, was Lebensmittel angeht, ist, glaube ich, um die 80 Kilo rum. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat, aber es ist natürlich traurig. Man kauft was. Das ist ja, wie gesagt, diese Energie von den drei goldenen Regeln und das landet im Müll. Ist doch sehr, sehr tragisch und traurig. Aber hier sehen wir jetzt hier ungefähr für einen Monatseinkauf eben 200 Euro habe ich angegeben. Hier gilt wiederum, jeder Mensch ist hier unterschiedlich. Die einen geben mehr aus, die einen geben weniger aus. Ich versuche so gut wie möglich Durchschnittswerte zu nehmen, was meine persönlich ehemaligen Verbräuche waren, auch die von Verwandten und Bekannten und vielleicht auch von Nachbarn. Also wie gesagt, wenn ihr sagt, ich brauche viel mehr, ich brauche viel weniger, wie schon im alten Video, dann ist es so. Es soll euch nur zum Denken anregen, diese Geschichte. Was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Nächster Punkt. Viele Menschen, die täglich arbeiten gehen, gehen in die ganzen Kantinen. Sei es jetzt in den Großunternehmen, dass ihr eine Kantine habt oder öffentliche Kantinen, wo ihr auch, wenn ihr ganz woanders arbeitet, trotzdem in die Kantine gehen kann und da Essen genießen könnt. Hier habe ich mal angegeben, 20 Werktage, also pro Monat mal 7,50 Euro. Da denke ich mal, kommt man relativ gut hin. Ich habe hier sehr stark die Münchenpreise genommen, aber jetzt ein Hauptgericht mit einem Getränk. Ich denke mal, auf Deutschland sich gesehen, dürfte es in etwa so hinkommen. Wenn es total bei euch abweist, könnt ihr es auch unten gerne mal in die Kommentare reinposten. Hier natürlich kommen wir auch schon auf eine stattliche Summe von 150 Euro. Ganz schöner Batzen, oder? Schauen wir mal weiter. Lieferservice, natürlich auch irgendwo, man ist zu Hause, man ist faul, man hat keinen Bock, man liegt auf der Couch, draußen ist auch noch schlechtes Wetter. Was bietet sich denn da besser an, als wie gesagt einen Lieferservice? Also in Anspruch zu nehmen. Hier habe ich wöchentliche Geschichten angegeben, dass man einmal in der Woche callt, kommt ganz gut hin. Es gab auch Zeit in meinem Leben, habe ich 2 bis 3 Mal die Woche den Lieferservice in Anspruch genommen. Das ist wirklich lange her. Aber ihr seht hier 4 mal 12,50 Euro, ist sehr moderat, sogar eher niedrig angesetzt. Haben wir schon die 50 Euro gesehen auf einen Monat.
Und dann habe ich hier auch noch den Reiter unterwegs angefügt. Es wäre hier in meinem Beispiel, zum Beispiel Essen gehen, habe ich auch schon in anderen Videos mir darüber berichtet. Klar, viele Leute gehen ganz gerne essen, einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche. Ich habe hier einfach mal Essen gehen mit reingepackt. Ich habe es auch jetzt nicht so hoch bewertet, weil natürlich nicht alle Leute essen gehen. Dann Imbiss. Wie schnell hat man mal einen Döner auf die Hand oder einfach mal eine Currywurst mit Pommes? Kostet alles Geld. Heutzutage die Preise steigen auch immer weiter aufgrund der hohen Inflation. Geht schnell. Ihr kennt das. Ihr habt Hunger, Appetit und dann wird dann gleich mal was reingeschaut. Und allgemein natürlich Freizeitaktivitäten. Wie oft ist man mit dem Fahrrad unterwegs oder auch vielleicht beim Skifahren oder dies oder das. Da ist eine schöne kleine Gaststätte, eine Kneipe, ein kleines Restaurant. Man geht rein, trinkt ein Bierchen und behält man sich noch, trinkt vielleicht noch ein zweites. Oder es kann auch Kaffee oder Tee sein. Und da ist ganz, ganz schnell einiges an Geld dann auf Monatssicht verbraten. Habe ich hier auch mit 100 Euro angegeben. Und hier kommen wir auf eine stattliche Gesamtsumme im Monat von 500 Euro für Essen. Was ist nun aber das Resümee von diesem ersten Punkt? Erkennt ihr euch wieder? Spart ihr schon mehr oder gebt ihr vielleicht viel, viel mehr aus? Jeder Mensch ist unterschiedlich und ich bitte zu beachten, nach wie vor Durchschnittswerte. Bei euch kann es ganz andere Zahlen sein, bei einem können es ähnliche Zahlen sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr lebt. Ich habe versucht, den besten Durchschnitt hier zu erreichen. Und nach wie vor, hier in diesem Beispiel, auch mit den neuen Gewohnheiten speziell, weise ich nochmal darauf hin, ich schreibe euch nichts vor. Ich bin kein Politiker, der euer Leben diktieren will. Ihr entscheidet. Ich führe euch nur Wege auf, sage ich jetzt mal, wie ihr sparen könnt. Ich mache euch die Tür auf. Hindurchgehen müsst ihr selbst. Dann sind wir auch schon bei Punkt 2, den möglichen neuen Gewohnheiten wieder auf den Monat gerechnet. Hier sehen wir wieder Einkauf, aber hier geht ihr nicht mehr zu den großen teuren Marken, sondern ihr geht ab sofort beim Discounter einkaufen. Hier setzt ihr hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich am besten auf Eigenmarken. Die sind einfach günstig. Ich habe danach gleich noch mal ein kurzes Schaubild für euch, warum das auch so ist und dass es wirklich günstiger ist. Dann, ihr verzichtet auf Bio und hier nach wie vor eine Glaubensfrage. Ihr dürft natürlich Bio kaufen. Wenn ihr da voll drauf abfällt, wenn ihr meint, es bringt so einen Mehrwert für euch, tut das. Ich mache es nicht mehr und lebe auch wunderbar. Und ihr geht mit Einkaufsliste einkaufen und das zwar einmal wöchentlich. Hier macht ihr auch einen Plan. Hier will ich auch nochmal ein extra Video dazu machen. Eine Einkaufsliste richtig schreiben, wie auch das meiste herausholt. Und so geht ihr vor, was eure Einkäufe in der Woche angeht. Und hier kommen wir dann auf einen Etwa-Betrag wiederum von 100 Euro. Ich schalte kurz um auf ein anderes Schaubild, um euch auch den Beweis anzutreten, warum es deutlich günstiger für euch sein wird. Wie versprochen, kurz das Schaubild hier von dem großen deutschen Discount. Ihr wisst wahrscheinlich, wer es ist. Ich habe es mal eingeschwärzt, nicht, dass ich hier Probleme bekomme. Einmal hier seht ihr natürlich, dass die hauseigenen Produkte schon beim Discounter schon mal 50% günstiger sind und natürlich die Markenprodukte deutlich teurer. Das präsentiert übrigens hier keinen Wocheneinkauf, da wird man sich ein bisschen arg schlecht ernähren. Aber ihr müsst auch sehen, hier unten ist noch nicht einmal Bio dabei. Bio ist ja nochmal um das 3- oder 4-fache teilweise teurer. Also ich bitte euch, das auch zu bedenken. Und wie gesagt, das ist jetzt hier die Discounter-Vergleich. Und sprich, wenn ihr da mal hingeht, ihr werdet sehen, das ist ein deutlicher Unterschied. Vielleicht geht ihr auch schon beim Discounter einkaufen und nicht in den größeren Ketten, die wirklich teurer sind. Probiert es aus und geht nicht wie auch schon eine Person, die ich auch schon kennengelernt habe, wo ich hab immer gesprochen davon, dass ich zum Beispiel bei der großen Handelskette einkaufen gehe. Es kommen dann oft solche Sprüche, ja, so notwendig habe ich es ja auch noch nicht, dass ich da einkaufen gehen müsste. Komisch, dass man jetzt bei steigender Inflation immer mehr und mehr Leute von diesen Snobs da sieht, die sie auf einmal in den Discountern rumtummeln. Wie gesagt, das Angebot da ist nicht schlechter als bei den großen Ketten. Es gibt natürlich nicht so viele Marken, aber auf die setzen wir hier in diesem Channel ja sowieso nicht. Gehen wir zurück wieder zur Folie. Nächster Punkt. Ihr verzichtet ab sofort komplett auf die Kantine oder geht vielleicht weniger hin. Ihr setzt ab sofort eventuell aufs Meal Prepping. Was ist Meal Prepping? Meal Prepping, ihr kauft Produkte ein, diese kocht ihr zu Hause, bereitet schon für mehrere Tage das Essen vor und nehmt diese einfach mit auf Arbeit. Ihr spart euch richtig, richtig Geld. Das ist brutal, was hier rauskommt. Wie gesagt, ich habe es euch ja gezeigt, was die Kantine pro Monat kostet. Und hier habe ich das Ganze mit 0 Euro angegeben. Ganz beim letzten Punkt kommen wir dazu. Ihr müsst ja einen Ausgleich dafür schaffen. Das habe ich natürlich auch mit einberechnet. Schauen wir aber weiter. Ihr verzichtet ab sofort oder ihr verringert den Lieferservice. Man kann heutzutage sehr, sehr gute Pizzateige auch
im Discounter kaufen, die auch selbst belegen. Der Vorteil ist, es ist viel, viel günstiger. Ihr könnt alle Sachen draufpacken, auf die ihr Bock habt, und müsst nicht pro extra bei den Call-Services teilweise 1,50 Euro, 2 Euro, 3 Euro zahlen. Ist eine leckere Alternative. Meines Erachtens, ihr könnt so einen Pizzateig auch selbst zu Hause machen, also selbst kneten und rausbacken und das Ganze ganz frisch machen. Aber die Pizzateige heutzutage, die man kaufen kann, die sind schon sehr lecker. Meines Erachtens, ich mache das ab und zu, und für einen schönen Fernseh- oder Kinoabend reicht das allemal. Und hier auch wieder angegeben, natürlich dadurch, also auf den Lieferservice verzichtet nach Möglichkeit, sind wir auch wieder bei 0 Euro. In meinem Beispiel der neuen Gewohnheiten verzichten wir hier zum Beispiel auch komplett auf die Sachen, die wir unterwegs sonst kaufen würden. Also wir gehen nicht zum Essen, wir gehen mal nicht eben zum Imbiss, und auch in der Freizeit gehen wir nicht irgendwie in den Biergarten oder sonstige Geschichten. Wir nehmen die Dinge alle mit. Wir haben einen schönen Rucksack oder kaufen uns einen schönen Rucksack, das wäre auch wieder eine Anschaffungsgebühr am Anfang, aber es rechnet sich mit der Zeit. Werdet da ein bisschen kreativ, ihr könnt euch tolle Sachen mitnehmen, ihr könnt euch auch euer Bier mitnehmen, euer selbstgewisste Weinschorle, ihr könnt euch Wasser mitnehmen, also wie in meinem Fall zum Beispiel. Leckere keine Wraps oder Sandwiches, ist alles möglich. Den nehmt ihr euch mit und hockt hin. Und zum Beispiel, wenn ihr aus Bayern kommt, also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, hier ist zum Beispiel eine gute Geschichte, dass ihr auch in den Biergarten euer Essen mitnehmen könnt. Ihr müsst dann nur die Getränke zahlen. Das kann man natürlich auch so machen. Oder ihr sucht einfach eine schöne Bank, nehmt euer Bier selber mit, setzt euch damit, habt auch nicht diese Menschenmassen und könnt ein bisschen mehr mit eins sein, mit euch in der Natur, einfach mal die Freie und die Ruhe genießen. Wie gesagt, jedem, wie es beliebt, aber das ist natürlich die Möglichkeit, hier auch angegeben mit 0 Euro. Und natürlich ist das Ganze jetzt relativ strikt berechnet, dass man nicht sein Leben hier echt etwas umstellt oder sogar dramatisch umstellt. Aber natürlich aufgrund dieser Sachen jetzt fallen Ersatzkosten an. Natürlich für die Kantine, den Lieferservice und auch für unterwegs. Diese habe ich jetzt mal mit 100 Euro angegeben, also nochmal der gleiche Preis wie vom Discounter eben der Monatseinkauf. Da würden wir dann insgesamt auf 200 Euro kommen. Also deutlich weniger, als wenn man natürlich auf den vollen schöpft, wie bei den alten Gewohnheiten. Was haltet ihr bislang davon? Erkennt ihr euch wieder? Könnt ihr auf Sachen verzichten? Könnt ihr Sachen einsparen? Wollt ihr diese Sachen einsparen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber auf jeden Fall, wenn man sich an gewisse Dinge hält, ist hier das Einsparpotenzial um einiges noch gewaltiger als beim Spartipp Nummer 1. Ich hoffe, dass ihr bislang Freude an diesem Video hattet und für euch auch etwas rausziehen konntet. Ansonsten würde ich euch wirklich bitten, lasst mir doch ein Abo da und natürlich ein Like für das Video, dass es im Algorithmus nach oben kommt. Und teilt es auch mal, dieses Video, dass ihr auch euren Freunden, Verwandten und Bekannten auch die Möglichkeiten gibt, dass sie mehr sparen können. Ansonsten geht es weiter jetzt mit dem Investieren und bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Da gibt es heute auch nochmal die ultimativen Tipps für euch. Wie aus den Analysen ersichtlich, habt ihr auf den Punkt 3, den Investieren, richtig Bock. Das habe ich gesehen und ich möchte euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Hier sehen wir jetzt, was wir mit diesem Geld, was wir eingespart haben bei dem Essen, hier denn daraus machen können. Also, hier haben wir Vermögen aufbauen mit einer Differenz von 300 Euro monatlich. Also, es war ja die die alten Gewohnheiten, minus die neuen Gewohnheiten. Und hier haben wir wieder investiert in einen Welt-ETF mit einer Anlagedauer von 35 Jahren bei 6% Tesaurierung, ohne Steuern, ohne Inflation. Und die Ausschüttungen sind wieder jährlich erfolgt. Hier werden aus diesen 300 Euro sagenhafte 401.165 Euro. Diese gigantische Summe in Verbindung mit dem Spartipp Nummer 1, wo wir auch schon sehr, sehr viel ansparen können, ist eure Altersvorsorge. Also, jemand, der jetzt sagt, oh, man kann sich nichts aufbauen, man schafft es nicht im Leben. Allein diese zwei Punkte, diese zwei Spartipps, mit denen gebe ich euch die Möglichkeit, dass ihr im Alter definitiv keine Probleme habt und nicht mal wie viele Deutsche, die werden da hineinkommen, die werden hineinschlittern, weil diese in Altersarmut enden wird. Nehmt diese Chance wahr, macht es so wie ich, spart genau auf diese Art und Weise und ihr werdet keine Probleme haben. Und selbst wenn ihr nicht bereit seid, hier alles umzusetzen, das müsst ihr auch gar nicht, ihr sollt nach wie vor auch leben, um Gottes Willen, schränkt euch nicht zu sehr ein und sagt euch dann, oh, jetzt bin ich 65, ich habe ausgesorgt, aber ich hatte kein richtiges Leben. Also macht das, auf was ihr Lust habt. Und selbst wenn ihr nur einen kleinen Teil davon umsetzt, ihr seht, wie krass dieser Zinseszinseffekt im Laufe der Jahre wirkt. Und nach wie vor, auch wenn es nur 1 Euro ist oder nur 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro im Monat, denkt immer daran, jeder Euro zählt und ihr könnt es schaffen. Und startet heute, nicht erst morgen oder übermorgen, startet heute, umso früher dran sind, umso stärker kann dieser Zinseszinseffekt wirken und ihr werdet am Ende ein richtig schönes kleines Vermögen haben, wo ihr dann sagen könnt, ich habe es geschafft.
Wie versprochen, unter Punkt 4 meine ultimativen Tipps. Das habe ich als so ein Bonus für euch eingefügt, wie ich das denn die ganze Sache handhabe und wie ich sehr, sehr viel Geld eingespart habe. Morgens oder auch vormittags, ich kann morgens noch nichts essen, ich trinke dann meistens Kaffee und esse dann meistens erst einen Ticken später. Macht euch selber ein gesundes Müsli. Es ist so einfach. Ihr kauft einfach Haferflocken, No-Name-Produkt, dazu vielleicht Kokosraspeln, Nüsse, alles No-Name-Produkte, dann No-Name-Milch. Das mischt ihr miteinander und ihr habt wirklich ein vollwertiges Essen, was auch lange vorhält, weil Haferflocken ist eh eins dieser Superfood-Lebensmittel, die wir auch einfach auch regional hier haben. Weiter. Mittags. Selbst kochen. Ich habe schon das Meal Prepping vorhin angesprochen. Eine ganz tolle Geschichte. Wenn ihr noch nicht kochen könnt, lernt kochen. Auf die Jahrzehnte gesehen spart ihr euch so viel Geld. Und das Schöne ist, ihr könnt da reinpacken, was ihr wollt. Ihr könnt es so gesund machen, auch so ungesund machen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, lernt kochen. Es ist ein tolles Hobby. Es macht mir richtig viel Freude. Und ihr müsst jetzt nicht der Gourmet-Koch werden. Einfach eine gute Alltags- oder Hausmannsküche. Ihr werdet richtig viel damit einsparen können. Und zudem werdet ihr auch besser im Laufe der Jahre. Und es wird einfach dann leckerer und leckerer. Dann fürs Abendessen. Wir haben uns dann schon gewöhnt, auch in unserer Wohlstandsgesellschaft, dass wir oft zweimal, dreimal am Tag warm essen. Wieso? Früher hat man auch eine ganz einfache, normale Brotzeit gehabt, sozusagen, zumindest hier in Bayern, vielleicht nennt ihr es in eurem Bundesland ein bisschen anders, so in welchem ausländischen Land ihr auch immer hinkommt. Ganz einfach ein Toast, ein schönes Stück Brot mit ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse, ein bisschen sauer eingelegten, wie zum Beispiel Essiggurken, Paprika. Ein ganz leckeres, schnelles Essen. Ihr müsst, habt keine lange Vorbereitungszeit. Es ist sparsam, es ist günstig, die ganze Chose. Und ihr habt ein vollwertiges Essen, was auch nicht zu sehr stopft, dass ihr auch, ihr müsst ja auch immer noch einmal in der Ruhe schlafen können. Eine gute Sache, wenn ihr dann noch was essen wollt oder was essen könnt, einfach eine einfache Brotzeit, wie man es auch früher gemacht hat, wo die Leute nicht so viel Geld zur Verfügung hatten. Dann nehmen wir eben noch Bezug auf die Freizeit. Ihr packt euch einfache Snacks, Sandwiches und so weiter ein. Habe ich vorher auch schon ganz kurz angerissen. Es ist einfach gemacht, so ein Sandwich zu machen oder auch so sauer eingelegtes mitzunehmen oder auch einfach selbst sich vielleicht Riegel zu Hause machen, so Powerballs zu machen. Ihr wisst, was drin ist. Es ist hochwertiges Essen. Es ist, hat eine gute Bioverfügbarkeit, anstatt irgendwo in die nächste Gaststätte zu gehen und sich vielleicht ein Wiener Schnitzel mit Pommes reinzuknallen. Es macht euch müde, es macht euch faul. Schaut, es ist, das Netz ist voll davon, von solchen Möglichkeiten, wie man kleine Snacks zaubern kann oder auch Gemüse spalten. Es gibt leckere Sachen, die ihr alle selber machen könnt und das für einen sehr, sehr geringen Preis. Wie gesagt, ich mache das seit vielen Jahren, mir tut es gut, ich bin frisch, ich bin aktiv. Probiert es aus und wenn es euch nicht passt, könnt ihr immer noch in eure alten Gewohnheiten zurückgehen. Den letzten Punkt, den ich hier aufgeführt habe, liegt mir persönlich sehr, sehr am Herzen. Also wie gesagt, es tut mir auch immer ganz, ganz weh, wenn Lebensmittel verschwendet oder weggeschmissen werden. Reste, immer, wie gesagt, bitte immer sinnvoll verwerten. Das kann sein, indem ihr Dinge auskocht, wie zum Beispiel, wenn ihr ein Hühnchen gemacht habt. Kocht doch die Knochen nochmal aus. Ihr könnt daraus noch eine wunderbare Hühnerbrühe zaubern. Wenn ihr Gemüseabschnitt habt, kocht die aus. Ihr habt eine eigens selbstgemachte dann Gemüsebrühe. Eine ganz tolle Geschichte. Es gibt genügend Rezepte. Wenn ihr Lust habt, ich kann euch auch hier mal auf dem Channel noch was posten oder mal ein Video darüber machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber bitte verschwendet keine Lebensmittel. In anderen Ländern verhungern die Leute. Und bitte lernt diese Lebensmittel um einiges mehr zu schätzen. Dinge einfrieren. Wenn ihr seht, Sachen sind kurz vorm Ablauf. Ihr könnt ziemlich oder sehr, sehr viele Produkte einfrieren. Friert sie lieber ein, bevor ihr sie wegschmeißen müsst, indem ihr sie vergesst und das Haltbarkeitsdatum ist dementsprechend abgelaufen. Was das Haltbarkeitsdatum angeht, dieses tolle MHD in Deutschland, schaut dran, nehmt eure sensorischen Fähigkeiten her, riecht darin, macht es auch, probiert vielleicht auch mal ein kleines Stück. Nicht immer gleich wegschmeißen, nicht alles, was über den MHD ist, ist schlecht. Und zu guter Letzt, und das mache ich total gerne, und dadurch habe ich auch mein Kochen weiterentwickelt, macht einfach dieses ganz abstrakte Kühlschrank-Bingo. Ihr schaut im Kühlschrank, was ist noch da, was muss weg, vielleicht auch am Ende, sag mal, der Woche, wenn ihr einen Wocheneinkauf gemacht habt. Ihr schaut die Reste an, was habe ich noch da, und ihr entwickelt selbst für euch Gerichte daraus. Ganz tolle Geschichte, und da kommen so leckere Sachen raus. Ich glaube, meine leckersten Gerichte habe ich mit diesem Kühlschrank-Bingo entwickelt und geschmeckt. Bislang allen, besonders natürlich auch mir, das ist ja am allerwichtigsten. Schaut euch das an, es sind ganz tolle Sachen und bitte, bitte, bitte verschwendet keine Lebensmittel und vor allem schmeißt nach Möglichkeit keine Lebensmittel weg. Das wäre mein Appell am Ende von diesem letzten Punkt an euch.
Dem einen oder anderen wird sicherlich aufgefallen sein, wie geil ich auf dieses Video war und wie viel Bock ich darauf hatte. Ich hoffe, ihr konntet für euch die notwendigen Spartipps rausziehen, die notwendigen Anregungen rausziehen. Vielleicht hat es auch bei euch Klick gemacht und ihr habt gesehen, wow, da hat das Dieb schon irgendwie recht, da kann man was machen und lieber jetzt einfach ein bisschen Sachen einsparen, fürs Alter vorsorgen, anstatt dass dann das große Wehklagen zum Ende kommt. Ansonsten hoffe ich sehr, dass ihr mir ein Abo oder ein Like da lasst. Ich lasse euch wie immer zum Ende für euch Euros regnen. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.